Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Rot Edition. Mein Name ist Fabian. Schön, dass du mit dabei bist. Wir sind in Fuchsania City, haben den Seelenorden in der Arena bekommen von Koga. Und ich meinte ja noch so, der heißt doch falsch. Sind die Orden vertauscht? Ist die Reihenfolge anders? Aber nein, es ist der Seelenorden. Der heißt wirklich so, von Koga. Und Sabrina hat den Sumpforden. Und ich habe das nochmal recherchiert. Das Problem ist nämlich, dass sie das bei der Übersetzung vertauscht haben, die Namen. Und dann aber einfach beibehalten, um keine Verwirrung aufkommen zu lassen. Naja, so, wir haben hier ein paar Leute, die erzählen uns was hier über Bill. Bill ist ja am Küstenhaus gewesen. Könnt ihr mal gucken, Folge 9 oder so. Haben wir alles schon gemacht. Das ist der Opa von Bill. Und sie erzählt uns was über den Wärter. Der Wärter der Safari-Zone ist sehr alt, aber er ist immer noch im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Okay. Das ist wichtig für diese Folge. Denn wir werden die Safari-Zone besuchen. Nachdem wir Fuchsania City noch etwas erkundet haben. Und dann holen wir uns nämlich endlich den Surfer. Du studierst die Pokémon? Dann gehe in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon. Ja, das machen wir. Man kann nicht nur mit einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Auch richtig. Sehr gut, ja. Westlich von Vertania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchsten Instanz für Trainer. Ja, das ist ja unser Ziel dann später. Allerdings müssen wir jetzt erstmal... was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt in die Safari-Zone und holen uns den Surfer. Hier ist das Haus des Wärters. Also, wir gucken uns natürlich um und dann gehen wir in die Safari-Zone. Und dann gibt es noch... In die Folge drauf ist dann ein Livestream, wo wir dann ordentlich Pokémon fangen werden. Haff, haff, hafer. Haarlauf, haff, 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 Safari-Zone. Was? Okay. Also das ist der Wärter. Aber irgendwie hat er ein Problem. Alte Pokémon-Spielsachen sind hier drin. Fotos von Pokémon-Fossilien. Also das ist der Wärter. Ihm fehlt das Gebiss. Das hat er auch in der Safari-Zone verloren. Das werden wir dann auch noch holen. Also es gibt witzigerweise zwei Items in der Safari-Zone, die wichtig sind und mit VMs zu tun haben. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und gehe angeln. Und wir erhalten die Profi-Angel. Da können wir sie doch gleich mal hier praktischerweise auch hier im Hinterhof ausprobieren. Denn uns fehlt auch noch ein Pokémon. Und ich hatte mich ja schon in der letzten Folge gewundert, warum meine Select-Taste nicht funktioniert. Aber das liegt wirklich daran, weil ich sie geändert habe. Und jetzt weiß ich wieder, wo sie ist. Kann ich sie auch wieder richtig benutzen. So, Profi-Angel bitte. Und dann brauchen wir... keinen alten Stiefel. Sondern wir brauchen Quapsel. Das müssen wir dann auch entwickeln. Und dann können wir uns noch Rosanna ertauschen. Also hier im Teich haben wir mit der Profi-Angel Goldini und Quapsel. Goldini haben wir ja schon. Deswegen, brauchen wir dich nicht. Ist aber eine 50-50-Chance. Also probieren wir es gleich nochmal. Dass wir dann einen Quapsel auch fangen. Und dann machen wir uns nachher auf den Weg durch die Safari-Zone, holen uns die VM-Surfer und am besten noch die Zähne, das Gebiss und dann haben wir schon mal die wichtigsten oder die letzten VMs. So, Quapsel ist am Start. Mit Lapras am Anfang. Da können wir eigentlich, glaube ich, ganz gut ihn... Oh, sehr gut. Perfekt. Mit der Aquaknarre. Die KP ist schön runtergesetzt. Und dann können wir ihn auch hier noch einfangen. Die Quapsel. So, Quapsel wurde gefangen.
Und es wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, Quapsel ist ja eine Kaultquappe. Die Pokémon, die Beine dieses Pokémons sind zum Laufen zu kurz und kaum geeignet. Es bewegt sich daher schwimmend fort. Perfekt. Dann können wir gleich noch eins fangen. Weil wir ja dann eins tauschen müssen und eins müssen wir noch entwickeln. Mal schauen, ob wir direkt noch ein weiteres bekommen. Ein Carpador. Habe ich jetzt die Superangel eigentlich genommen? Oder taucht das auch einfach so auf? Das wäre natürlich jetzt blöd. Ja, ich habe... Meint ihr, die Profi-Angel brauchen wir natürlich. Und nichts beißt an. Aber so schwer sollte das eigentlich nicht sein. Nur, dass es halt nicht garantiert ist, dass etwas angreift, anbeißt. Mal schauen. Vielleicht haben wir... komm schon. Haben wir alles leer gefischt. Ein Quapsel, ein Goldini und ein Carpador. Mehr gibt's nicht. Ah ja, da ist was. So. Am besten nochmal ein Quapsel. Ein Goldini. Jawohl. Auf Level 10. Naja. Tja. Und ja, morgen dann einen kleinen Livestream. Mit ausgiebig Safari-Zonen Fangerei. Also da werde ich die Safari-Zone unsicher machen, Pokémon fangen. Weil das kann nämlich auch dauern, bis wir da überhaupt die richtigen Pokémon finden. Und deswegen ist das doch ganz schön, dass wir nebenher noch etwas quatschen. Dum, dum, dum. Also das passiert dann auch um 18 Uhr. So, da hat Ida etwas angebissen. Was mag es sein? Ein Quapsel, perfekt. Ich brauche mal ja. So. Ja, also wie gesagt, das eine Quapsel wird dann entwickelt zu Quapuzzi. Das wird dann getauscht. Und dann brauchen wir natürlich noch eins, was wir dann mit einem Wasserstein zu Quappo entwickeln können. Und das war's dann mit der Entwicklungsreihe. In Generation 2 wird daraus natürlich noch, gibt's noch die Option, ein Quaxo zu bekommen. Aber, ja, nicht in dieser Generation. So, das haben wir auch geschafft. Hier geht's wieder zurück. Dankeschön für die Angel. Das hat sehr viel gebracht. Und jetzt auf in den Zoo. Also für alle, die gerade einschalten bei der Premiere, wir machen jetzt, gehen jetzt in die Safari-Zone und holen den Surfer. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Fuxania City, die Stadt der rosaroten Träume. Und das Pokémon-Paradies Safari-Zone. Das ist allerdings nicht die Safari-Zone, das ist eher so ein... Weiß gar nicht, was das ist. Ah, Fleckmann weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige Fossilien ausgestorbener Urzeit-Pokémon. Aha, wer ist was? Der Wärter trägt den Spitznamen Fleckmon. Er und Fleckmon ähneln sich sehr. Okay. Ist das, was ist denn das hier für ein Haus? Das kann man gar nicht ansprechen, hallo? Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Komisch. Das ist, muss irgendwie so ein Mitarbeiterhaus sein. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, gut, das Personal der Safari-Zone muss ja auch irgendwo hin. Ah, Erik. Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Oh nein. Und hier können wir jetzt im Zoo auch nachschauen. Das ist Fleckmon. Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Und wir kriegen auch den Pokédex-Eintrag dafür, beziehungsweise die Sichtung. Das ist auch ziemlich cool. Hier ist Chanera. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Das werden wir nämlich versuchen, morgen zu bekommen. Ein Ei. Und ja, das, ihr seht das auch. Das wird dann hier im Pokédex-Eintrag, also im Pokédex hier verewigt. Schauen wir gerade mal. Hier ist Chanera, genau. Ohne, dass wir es halt bisher gefangen haben. Ist eigentlich ganz cool, dass man wenigstens sieht, was einem fehlt. Und hier auch in der Safari-Zone dann zu finden. Genauso wie auch natürlich Kangama hier gefunden wird. Und so sieht es aus, das Muttertier.
So, was haben wir hier? Ein Pokéball. Das ist Voltoball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Den kennen wir ja schon. Gegen den haben wir sogar schon gefangen. Tja, dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon. Sieht halt auch aus wie so Items. Da ist oben ist der Eingang. Kommen wir gleich hin. Wir laufen mal außen rum. Hier haben wir Lapras, der König der Meere. Vom Transport. Oh, wir haben auch seinen Pokédex-Eintrag ja noch gar nicht gelesen. Dieses Pokémon wurde von Jägern fast ausgerottet. Es kann Personen über das Wasser transportieren. Deswegen werden wir es auch dann ihm die Ehre zuteil kommen lassen, dass es dann Surfer erlernt. Hast du schon das Safari-Spiel gespielt? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Na, wir sind ja auf dem Weg dahin. X-Tempo, ne. Ist mir egal, was du dazu zu sagen hast. Hast du einen Wimpel aus der Safari-Zone? Kein Programmheft oder einen Kalender? Wir haben bisher noch gar keinen Merch bekommen. Und hier kriegen wir endlich Hyperbälle. Das ist auch sehr wichtig noch für später. Wobei, so viele brauchen wir ja gar nicht. Wenn wir die dann... Moment, wenn wir die eh duplizieren können... holen wir uns mal 10 Stück. Du kannst keine weiteren Items mehr tragen. Okay, wir verkaufen... Was verkaufen wir denn? X-Treffer. So, weg damit. Und holen uns jetzt hier die Hyperbälle. Wir kaufen doch ein paar mehr. Aber man kann nicht gedrückt halten. Man muss alles einzeln drücken, ja. So, 32 Stück. Einfach so. Gut. Aber dafür verkaufen wir die restlichen Superbälle. Damit wir auch ein bisschen Platz hier drin haben. Hyperheiler bleibt. Fluchtseil raus. Das ist ja. Wir müssen halt noch einfach Platz machen, damit wir noch die Items aus der Safari-Zone aufnehmen können. So, Hyperheiler braucht man natürlich noch ein bisschen mehr. Ich weiß, das ist immer der interessanteste Teil vom Let's Play. Aber ist halt leider auch wichtig. Wichtig und richtig. So. Können wir sonst noch irgendwas verkaufen? Übertrank, Äther. Was kriegt man denn für den Äther? Nichts kriegt man dafür. Top-Beleber. Top-Beleber ist eigentlich super nachher zum Vervielfältigen. Ja, Detektor, Münzkorb. Können wir den Münzkorb verkaufen? Ne, den brauchen wir auch noch. Eieiei, Türöffner. Das kann ich nicht gebrauchen. Schade. Na gut. Dann muss es das jetzt gewesen sein. Hier haben wir noch ein weiteres Dings. Ein Ammonitas. Ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Sieht man hier eine Spirale. Das ist ja eines der möglichen Fossilien, die man am Mondberg sich aussuchen kann. Und hier haben wir Kangama, ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel trägt. Also ein Känguru. Känguru. Ach, Kangama ist... Oh, jetzt nach 26 Jahren die Erleuchtung. Kangama, Känguru und Mama. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Oh mein Gott, wusstet ihr es? Gibt's zu, ihr habt es auch nicht gewusst, oder? Känguru und Mama, Kangama. So, hier sind wir auch fertig. Kangama, Kangama, Mam, Känguru. So, da ist das Safari-Spiel. Zack, und ab geht's. Hi, bist du zum ersten Mal hier? Na klar. Die Safari-Zone besteht aus 4 Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bällen zu fangen. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast oder wenn dir die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Okay. Du solltest Raum für neue Pokémon schaffen und eine freie Pokémon-Box anwählen. Wir haben aber noch genug Platz. Und wir wollen ja auch erstmal nur durchlaufen. Gefangen wird morgen. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur 500 Pokéball... Poké-Dollar, darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Ja, klar. Na klar doch, deswegen bin ich doch hier. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle, 30 Safari-Bälle erhalten. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen ist oder dein Vorrat an Pokébällen erschöpft ist. Tada! Auch geil, diese Musik, ne, die Entwicklungsmusik. Tipps für Trainer. Drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit noch übrig ist. Also hier haben wir jetzt, wir sind in Areal 1 und müssen einmal rum zu Areal 4 laufen. Hier ist das Rasthaus. Das schauen wir uns auch noch an, weil hier gibt es auch viele interessante Dinge noch zu erfahren.
Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Sarah, wo ist bloß mein Freund Erik hingegangen? Da ist er. Tja, sie ist schon drin und wartet auf ihn und er ist draußen. Geil. Ich dachte, die stehen einfach im Zoo an einer anderen Stelle. Aber Pustekuchen. So, da haben wir... Oh, krass. Haben wir schon unser erstes Pokémon. Sichlor ist natürlich sehr, sehr, sehr selten. Und das, ich versuche es natürlich mal einzufangen. Auch wenn... wenn die Chancen dazu natürlich etwas schlecht stehen. Wir haben ja auch mehrere Möglichkeiten. Wir haben, können den Ball werfen, wir können einen Köder auswerfen oder einen Stein. Und alles hat einen Einfluss darauf, wie gut und schlecht sich das Pokémon fangen lässt. Du hast das Pokémon verfehlt und es ist geflüchtet. Tja, so geht's nämlich. Das, deswegen rechtfertigt das dann auch einen ganzen Livestream. Weil es nicht garantiert ist, dass wir da die Pokémon fangen können. Wobei morgen werden wir uns dann einfach eben auf Sichlor, Kangama, Chanera und so konzentrieren. Wir testen das hier noch ein bisschen aus. Wir werfen einen Stein. Es ist wütend und auch geflüchtet. Schade. Okay. So, den Weg. Ich kenne ihn auswendig. Genau, wir sind jetzt im Zentrum. Norden ist Areal 2. Da müssen wir hin. Und ich habe euch unten eingeblendet, welche Pokémon wir hier fangen können. Und wir sehen alle guten Pokémon direkt. Hey, das ist ja richtig schön. Das heißt da schon mal direkt, dass sie morgen alle nicht im Livestream auftauchen. Nee, keine Ahnung. Schauen wir mal. Einfach so Kangama gefangen. Geil, einfach beim ersten Mal. Okay, na gut. Kann man nichts machen. So, Kangama. Das Junge verlässt den schützenden Beutel der Mutter. Erst im Alter von 3 Jahren. Das sieht auch ein bisschen eben aus wie ein Tragosso. Möchtest du Kangama einen Spitznamen geben? Nö. Okay. Geil. Okay. Ja, wir können natürlich nicht alles jetzt auf einmal fangen, oder? Nicht, dass wir wirklich morgen nichts mehr haben. Ich schaue gerade mal kurz auf der Karte drauf. Items und so können wir dann... Ja, nee. Items... kann ich nicht alle einsammeln, weil wir Platz brauchen für den Surfer. Das ist natürlich extrem wichtig. Und wie gesagt, auch die Pokémon in Ruhe werden wir die morgen alle fangen. Deswegen schauen wir uns mal an, was es hier so gibt. Dass ich jetzt Kangama bekommen habe, ist natürlich ein Riesenglück. Also das ist ja fast unmöglich eigentlich. Einfach beim ersten Mal gesehen und direkt getroffen und gefangen. Ihr seht auch, hier liegen ganz viele Items rum. Können wir morgen dann auch noch mitnehmen. Wie viele hast du gefangen? Ich bin total erschöpft. Ich habe einen Chanera gefangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Was für ein Spaß. Aber jetzt bin ich hundemüde. Das glaube ich. Ist auch anstrengend, hier durchzulatschen. Da müssen wir dann morgen noch ein bisschen Platz machen. Moment, da geht's zurück. Also hier muss man nämlich außen rum. Es ist auch so ein... schon schwierig, ne? Man muss den Weg eigentlich schon kennen, um halt hier gut durchzukommen. Ein Nidorino. Das ist dann eher leicht zu fangen. Nidorina gibt's auch. Seht ihr ja auch da unten. Ich habe jetzt allerdings nicht... nicht geschrieben... wie häufig die sind. Aber man kann sich's ja auch denken. So, genau, die Zeit vergeht nur, wenn man läuft. Das ist richtig. Finde das versteckt aus. Dann gewinnst du eine VM. Ja, das ist nämlich die VM Surfer. So, wir sind gerade in Gebiet 1. Ich schaue nochmal auf der Levelkarte nach. Genau, Gebiet 2. Jetzt müssen wir einmal links rum und dann hoch zum Routenhaus und dann wieder runterlaufen. Also hier gibt es noch jede Menge andere coole Sachen. Aber echt krass, dass wir direkt Sichlor auch als allererstes gesehen haben. Ja, Pinsir gibt es natürlich leider nicht in unserer Edition. Das ist dann eine Sache für die blaue Edition. Und eben dieses Chanera. Ja, und dann können wir morgen auch noch schön angeln gehen. Genau, Areal 2. Hier muss man nach oben.
Es gibt zwar unten auch einen Ausgang, aber das ist dann der falsche. Der bringt uns nicht dorthin. Und müssen wir noch schauen, dass wir die Goldzähne auch finden. Goldzähne auf 9. Item Nummer 9 ist wahrscheinlich auch ganz am Schluss dann zu finden. Genau, im Gebiet 2. Direkt beim Surfer sind auch die Goldzähne. So, hier ist noch das Haus. Da gehen wir auch noch rein und sagen Hallo. Ja, noch Nidorina. Auch sehen wir zum ersten Mal, glaube ich. Jedenfalls in freier Wildbahn. Haben wir schon dagegen gekämpft. Noch ein Rasthaus. Da sind auch viele Leute unterwegs. Mein Evoli hat sich zu Flammara entwickelt. Aber bei einem Freund hat es sich zu Aquana entwickelt. Geh in die Safari-Zone, kannst dort einen Preis gewinnen. Ich bin doch schon da. Alle Items, die du findest, gehören dir, aber die Zeit wird dir davonlaufen, wenn du alle auf einmal einsammeln möchtest. Deswegen kommen wir auch nochmal wieder. Er redet hier noch von Evoli. Das werden wir auch noch machen. Evoli und Entwicklungen. Ja, und dann haben wir noch einiges zu tun in diesem Let's Play. So, wir sind allerdings schon gut durch. Wir sind gleich im letzten Abschnitt. Also einmal hoch und dann hier wieder runter. Tipps für Trainer. Bis zum Geheimhaus ist es nicht mehr weit. Sehr gut. Ja, man muss halt diesen Weg hier finden. Und dann ist man in Belohnung. Wer die Goldzähne des Parkwächters der Safari-Zone findet, erhält eine Belohnung. Finder melden sich bitte beim Parkwächter. Denn hier sind ja die Goldzähne. Aber krass, ne, dass er Goldzähne auch hat. 100 Schritte haben wir noch übrig. Das reicht also. Das lassen wir hier außen vor. Und hier ist das Haus, das geheime Haus mit dem Surfer, umringt von Pokémon-Statuen. Ich wollte noch sagen, dass sie haben extra ein Schild hingeschrieben für die Goldzähne. Als ob er sie jeden Tag irgendwie verliert. Ist vielleicht wirklich der Fall. Und auch hier, das ist das Design von Bills Haus. Ah, endlich! Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch! Du hast gewonnen! Und wir haben den Surfer bekommen. Lernt dein Pokémon diese Technik, dann kann es dich über das Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese VM benutzen kannst, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Du bist ein Glückspilz! Und damit, liebe Leute, haben wir endlich auch den Surfer bekommen, den wir jetzt, den wir auch direkt einsetzen können. Möchtest du Surfer einem Pokémon beibringen? Ja, bitte, unbedingt. Und zwar unserem Good Boy Lapras. Lapras kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke vergessen werden? Yes. Und zwar eigentlich die Aquaknarre. Oder den Weißnebel. Oder ich weiß nicht, was Weißnebel macht, deswegen weg damit. So, Lapras erlernt Surfer. Und damit können wir auch keine weiteren Items mehr tragen. Perfekt getimed. Und jetzt kommt noch die Premiere. Wir surfen zum ersten Mal übers Wasser mit Lapras. Wir können, glaube ich, gar keine wilden Pokémon auf dem Wasser auftauchen. Ich weiß es allerdings nicht genau. Ein Rasthaus ist hier noch übrig. Wenn du Steine auf Pokémon wirfst, fliehen sie meist. Aber sie sind dann leichter zu fangen. Ich habe lange gesucht, aber keinen neuen Pokémon gefunden. Wenn du ihnen Köder zuwirfst, sind die Pokémon leichter zu fangen. Okay, also Köder und Steine erleichtern das. Allerdings fliehen sie dann eher mit. Oh. Durchsage. Gong. Die Zeit ist um. Durchsage. Deine Safari-Tour ist vorüber. War die Jagd erfolgreich? Besuche uns bald wieder. Tja, perfektes Timing auf jeden Fall. Dann können wir nämlich jetzt noch die Goldzähne abgeben. So, einmal hier zerschneiden. Und hier. Und wir haben es wirklich geschafft. Wir haben den Surfer. Ich würde ja auch am liebsten jetzt zur Zinnoberinsel fahren und den Glitch ausprobieren.
Aber da müssen wir uns jetzt noch eine Folge lang gedulden, beziehungsweise einen Livestream lang. So, jetzt, genau. Monli gibt dem Wärter die Goldzähne. Der Wärter setzt das Gebiss ein. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Und wir erhalten VM4. VM4 ist Stärke. Damit lernen Pokémon, Felsen zu verschieben, auch wenn sie nicht kämpfen. Hast du bereits das geheime Haus in der Safari-Zone gefunden? Man gewinnt eine VM, wenn man es findet. Angeblich handelt es sich bei der VM um Surfer. Ja, das haben wir auch schon gelernt. Und jetzt können wir noch auch noch dieses hier beibringen. Und dann kriegt man nämlich in der Safari-Zone einfach die zwei wichtigsten, meiner Meinung nach, zwei wichtigsten Attacken. Ha, wir könnten es auch Lapras beibringen. Allerdings, gebe ich das jetzt erstmal Giovatz. Wobei Lapras wäre halt später auch fürs Team eigentlich ganz gut. Und so schlecht ist die Attacke ja auch nicht fürs Stadium. Denke ich mal. Naja, jetzt kriege ich erstmal das Finale weg. Für Giovatz. Und er erlernt die Stärke. Diesen Klotz hier könnten wir jetzt verschieben. Allerdings ist da nur ein Sonderbonbon dahinter. Genau, das haben wir schon gesehen. Und, hoppala. Ja, eigentlich hieß es doch, er hat Fossilien. Genau, Fotos von Pokémon und Fossilien. Leider können wir die Fossilien nicht direkt anschauen. Ja, dann, liebe Leute, sind wir schon am Ende dieser Folge. Ich mache jetzt Platz im PC für die ganzen tollen, vielen Pokémon, die wir dann morgen fangen werden. Und danach geht's auf zur Zinnoberinsel. Und der Missing No Glitch ist endlich am Start. Also, die Ereignisse überschlagen sich. Deswegen lasst gerne ein Like da, ein Abo und ein Kommentar, um das alles nicht zu verpassen. Und natürlich, um den Algorithmus zu erfreuen mit einem Kommentar. Und ich freue mich natürlich auch jedes Mal. Deswegen macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Die Reise geht weiter.